Verbreitest du hier? Ich habe es gerade gehört. Isabel behauptet. Mein Gott, ich bin so, so wütend. Ich habe das Video von Anna gesehen gerade. Ich habe nichts gegen sie, aber ich habe was gerade gegen dieses Video. Aber ich bin selber seit 4 Jahren Influencerin und würde behaupten, ich weiß sehr gut, was Wahrheit und was Lüge ist. Warte mal. Bist du nicht auch eine Influencerin, die auch mit Depressionen zu kämpfen hat? Bist du nicht auch eine Influencerin, die auch schon Hate kassiert hat? Das bedeutet, du bist gleichzeitig die, die Leute darüber aufklärt, schlimm Mobbing doch ist, und tust es selber. Lieben wir. Ich hätte sie auch kein Video darüber machen müssen. Das hat sie aber auch schon längst gesagt. Und das nicht nur einmal. Ich habe vor 2 Tagen dies gelöscht, ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ja, ich habe mich scheiße ausgedrückt. Ich verstehe nicht, warum da jetzt andere auftauchen, um Isabel zu haten. Da habe ich nämlich das Gefühl, Isabel verdreht Dani extra die Worte. Genauso finde ich krass, dass niemand darüber spricht, dass Dani tatsächlich die Caption geändert hat. Sie kann auch einen Fehler machen, aber warum redet keiner darüber? Ihr wolltet, dass ich mich schlecht fühle? Ich fühle mich schlecht. Ich habe so viele Dämonen momentan in meinem Kopf. Bravo. Die ist gerade im Urlaub und hat einfach keinen Bock mehr, was ich total nachvollziehen kann, weil ich in einer ähnlichen Situation war. Das ist das Problem an Social Media. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es geschafft, einen Menschen zu zerstören. Und das aufgrund von einem Fehler. Ja, wie fehlerfrei seid ihr eigentlich?